Hi Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Ich freue mich so, dass es weitergeht. Ihr glaubt es nicht. Unglaublich geil. Wir sind noch in den Minen zusammen mit Barrett und mit Red und suchen jetzt den Rest der Truppe, die sich oben irgendwo schon... Da wie angewurzelt rum. Da siehst du. Barrett! Hey! Die sind immer alle so gut gelaunt. Schon aus der Puste? Wir kommen nicht rüber! Könnt ihr von da aus vielleicht was unternehmen? War es schon gut, dass die beiden abgestürzt sind, oder? Macht dann 2000! Sehr lustig. Ich finde das so toll, die haben immer so gute Laune. Da kommt überhaupt keine miese Stimmung auf hier mit den Leuten. Auch wenn es bald schlimm aussieht, aber... Ja, komm, wir schießen einfach die Sachen runter. So, ich geh erstmal hier hin. Oh, ich will gar nicht wissen, es muss voll die Einschränkung sein, wo man mit einem Arm nur agieren kann hier. Wie schmeckt dir das? Los, gib alles! Sichelklauen! War das etwa schon alles? Ach schön. Komm, wir setzen uns mal. So, ich habe mir mal ein paar Dinge auf die Wunschliste gepackt hier für die Synthese. Oh nein, da liegt eine Materia. Schade. Oh, warte mal. Was macht das? Öffnet das Tor vielleicht? Perfekt. Einfach perfekt. So, kann ich damit was anfangen? Kann ich vielleicht die Tür blockieren hier? Oder was ist das? Warte mal, da liegt noch ein großer Felsen. Aha. Super Ether. Sehr gut. Und hier ist nochmal eine Weiche. Oh ja. Fein. Alles klar. Bin ich jetzt hier vielleicht sogar schon richtig? Oh, ich glaube, ich bin hier schon richtig. Um die Leute zu befreien. Ah ja. Ja, ich verstehe. Ich musste hier rüberfahren. Und dann muss ich den nutzen, um den Container da loszuwerden, der dann wiederum als Gegengewicht diese Plattform nach oben zieht. Diese Felsen, wie die da rumkullern, als wäre es gar nichts. So, dann gehen wir doch nochmal hier rüber. Krass, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, Entschuldigung, dass ihr, also jemand hat gesagt, der hat schon 200 Stunden gespielt und ist noch nicht am Ende. Was? 200 Stunden. Ja gut, es gibt wahrscheinlich auch eine Menge nebenher zu machen. Es muss einen Weg geben, den Container da runterzuholen. Ja. Easy. Hab schon verstanden, wie. So. Das finde ich dann halt schon sehr krass. 200 Stunden. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich so lange spiele. Also, ja, ich würde halt gerne schon, ne? Aber ich habe ja gesagt, ich mache dann in Zukunft auch diese Sammelsachen, mache ich dann wirklich off-cam. Weil, außer so Standardsprüche von Chadley und da passiert halt leider nicht so viel. Deswegen würde das so extrem das Tempo rausnehmen. Das merke ich ja bei Banishers zum Beispiel. Da gibt es so viel nebenher, was man machen kann. Sei es nur halt Sachen sammeln oder ne, sei es nur irgendwelche Nebenmissionen. Also Nebenmissionen sind halt schon wichtig, weil Story. Aber, hallo? Gibst du mal weiter? Aber halt so Sachen, wo man einfach nur kämpfen muss, um Informationen zu bekommen oder Gegenstand XY, das ist dann halt ein bisschen, ne, weiß nicht, fände ich ein bisschen langweilig zum Zugucken. Deswegen werden es keine 200 Stunden bei mir hier, das wollte ich nur sagen. Zumindest nicht auf Video. So.
Mach kaputt. Barrett, ich würde mal so ein bisschen Gas geben, aber ich glaube, das reicht schon so aus. Ja, das sollte reichen. Das Teil sieht richtig schwer aus, die Lore. Achtung, da unten, das schwingt. Ja, tada! Danke! Gut gemacht! 2000! Wehe, du vergisst's! 2000 Gil. So, wie kommen wir jetzt weiter? Kombinationsgabe. Bald wieder vereint, das klingt doch super. Machen die mir jetzt das Tor auf vielleicht? Von hier aus lässt sie sich nicht öffnen. Könnt ihr vielleicht was ausrichten? Ich versuch's mal! Sehr fein, dankeschön. Sind wir was schuldig? 2000, okay? Wow. Oh, geschieht mir wohl recht. Gewitter? Gewitter? Wo? Bei Düsseldorf? Wo Gewitter? Krieg mal Cloud. Oh ne, alles ist Blitz, alles klar. Wer hat denn noch? Aerith hat nur Luft. Dann kriegst du noch Gewitter, komm. Ah. Nein, ich werde nicht wieder krank, keine Sorge. Ah. Hoffe ich zumindest nicht. Ich habe mich ja gegen die Grippe impfen lassen. Und meine Kleine, die ist jetzt schon die ganze Zeit wieder erkältet. Und ich habe mir da wohl ein bisschen was abgeholt, aber ich werde nicht mehr richtig krank. Das ist jetzt schon so 2-3 Tage der Husten, so ein bisschen, aber ich bin nicht komplett zugerotzt und verschnupft. Oh nein. Oder oh ja, besser gesagt, es wird ein Bosskampf wahrscheinlich. Das sehe ich doch schon. Ah, ich habe keine Analyse, verdammt. Was zum Geier? Willst du was unter Natur gefalten? Eine, die wir geweckt haben. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. Oh, Schwachpunkt entdeckt. Nicht so nah! Jetzt macht der Onkel mal von Fetti! Hab was für dich! Verzieh dich! Achtung, jetzt knallt's! Auf die Zwölf! Und rauf! Die Chance muss genutzt werden! Ja! Dann bin ich wohl dran. Nimm das! Jetzt nicht mehr leichtig! Yeah! Schluss wird nicht lange dauern. Hab dich! Nee, warte. Maximale Wut. Schon genug? Attacke! Nimm das! Ich zerfleisch dich! Los! Erwärm dich! Aus dem Weg! In zwei! Oder? Was hat er nochmal, Ifrit? Was du hast, weiß ich gar nicht. Bereit! Auf Onkel Barrett ist Verlass! Moment mal! Oh nein! Was hat der Steinhaufen denn jetzt vor? Mithril Hammer! Verzieh dich! Leviathan! Na, da bin ich mal gespannt! Na? Da geht's! Oh nein, der hat noch nicht... Ah, Red hat noch nicht genug. Egal, wir nehmen mal... Wasserstrahl. Ich zähle auf dich. Ich übernehme das. Hast du irgendwas, was du machen kannst? Kettenangriff.
töricht, ich zerfleisch dich. Schluck dir. Yes. Oh, vielleicht doch nicht so gut. Alter, wie geil das inszeniert ist einfach mal alles. Junge, Junge, ganz schöner Brocken. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir Metallmilliardäre. Das ist eine harte Nuss. Yes. Das Schluss jetzt. Jean-Luc? Extra Magazin gelernt. Alter. Weiter so. Ich wollte rein dodgen, aber geht nicht hier anscheinend. Limit! Übernimm du. Hier kommt Barrett! Verwirf dich meinem Peng! Unten bleiben, Abschau! Ein Barrett-Spezial! Attacke! Ja, mach ihn, Leviathan! Alter, 3100. Den Rest erledige ich. Na? Yes. Was ist meine Beute? Den nehmen wir auseinander. Recht da abzustören. Gleich nachsetzen. Jetzt schlage ich über alle Stränge. Angriff. Yes, Alter! Eine Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. Einfach mal den Buttergolem zerstört. Richtig geil. So, warte mal, geht's hier auch noch? Nee, da kommt er, glaube ich, her, ne? Erstmal checken. Ja, da kommen wir her. Okay. Jetzt Zeit, dass wir uns mit den anderen wieder vereinen, so ein bisschen. Halt einfach alles mal ein Haufen der Barrett. Ach, hier waren sie doch eben und haben uns die Tür aufgemacht, oder? Jo. Und ich meine, die Kiste geplündert, ihr Pfeifen. So. Aha, aha. Da sind die auch lang anscheinend. Ach, da sitzt sie ja. Wo wir die herkommen, gibt es da bestimmt noch mehr, was sie nicht aufgehoben haben. Ja, natürlich. Ihr Pfeifen. Das heißt, die haben jetzt die ganze Zeit da rumgestanden, als wir da unten Action gemacht haben. Hauptsache euch geht's gut, ne? Ihr habt euch schön ausgeruht. Oh. Das ist wohl der Ausgang. Nee. Jo! Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht?
Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Jo. Aber erst nochmal hier hin. Warte mal, ja gut, wir setzen uns nochmal kurz hin. Als ich überhaupt noch hinkomme, oder? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Cloud ist der Einzige, der sich setzen darf mal wieder, aber alle sind erholt. Sehr witzig. So, oh, wir haben 10 WP wieder. Codex-Stufe 3, das wird ja immer pro Level-Up mit der Gruppe. Oha, es gibt auch noch einige anscheinend. So, was ist das? Konterfeuer, achso, das, ja. Kontert einen gegnerischen Fernkampfangriff. Zusätze für Kettenangriff. Was haben wir hier nochmal? Erhöht den Schwertwirbelschaden. Ja, ist eigentlich Quatsch. Das ist furiose Verfolgung. Cloud schleudert tiefer für einen gemeinsamen Angriff in Richtung des Gegners. Jo. Was ist das hier? Parlamentaren Angriff, der keine MP verbraucht. Sehr gut. So, Barrett. Streuschuss. Mhm. Cloud und Barrett schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Dritte ATB-Einheit. Ja, ich nehme den Streuschuss. Peng. So, Red hat 10 Punkte. Was haben wir hier? Cloud und Red greifen gemeinsam mit rasenden Gefühlen an. Lebensstufe plus, das ist sehr gut. Rasende Gefühle. Dritte ATB-Einheit oder hier. Ne, warte mal, ich guck mal hier. Ein Ausweichmanöver. Ja, komm. Ich muss ja eh alles skillen irgendwie. Oder will alles skillen. Verdammt, Aerith. Kann nichts. Die kann gar nichts. So. Warum hat sie eigentlich schon 45? Achso, wegen dem Codex, was wir da bekommen haben, ne? Hier ist was im Angebot. Zwei Sachen sogar. Äther und Phönixfeder. Ja, komm. Kann man mal kaufen, oder? Oh, ich hole mir nochmal Analyse. Dass wir ein zweites Mal Analyse haben. Weil ich finde das etwas wenig, nur einmal. Habe ich gerade festgestellt. Ich hätte gerne gegen den Mithril-Golem gewonnen. Und noch mitgenommen, was der alles kann. Dann kriegt Barrett. FP-Boost? Achso. Oh ja, das war ja schon voll. Analyse. Tja. Schade. Das war wieder so ein Gegner, der kommt halt wahrscheinlich noch einmal vor. Und wenn man den nicht analysiert, ist Pech. So kriegt man wahrscheinlich die 100% nicht. Oder die. Zumindest die, das Platin-Achievement hier. Ist mir jetzt aber auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Da was? Nö. Die Verfolgung geht weiter. Ich hoffe, wir können später auch wieder ins Grasland schnell reisen. Salbei. Oh. Jetzt zieh nicht zurück. Was? Mein Einsatz. Hey. Was? Das bringt ja nichts, diese Angriffshaltung. Neuer Versuch. Das tut weh! Übernimm du. Roger, ich übernehme! Bam! Hat schon Vorarbeit geleistet! Verdammt! Da schon! Ja! Weiter, Lisa! Verdammt!
Ich gebe mir mal ein Vita. Nee, warte mal, das reicht. Vita reicht. Alter! Jetzt brauche ich doch Vita. Verdammt! Ich zerfleische dich. Das sollte reichen. Attacke! Jetzt hören wir auf, wieder auf den Sack zu gehen. Hab was für dich! Was denn? Das war's! Ja! Alles. Ja! Ja! Das ja! Es ist vorbei! Oder? Und tschüss! Da geht noch was. Los. Wieder. Nimm das. Ja. Nimm das. Sieg, Sieg. Diese nervigen Viecher. Kampfeinstellungen, so. Nehmen wir wieder die dritte. Kann ich wenigstens wieder mit Gebet heilen. Es ist auch so dunkel hier, ich habe echt nicht viel gesehen gerade, was los ist. Da steht da so zwei dumme Oger in ihrem Sumpf. Alter, wie sie alles hier randalieren. Oh oh. Ich zähle auf dich. Komm schon! Achtung! Der ist für dich! Flieg! Ha? Ja. Los! Komm, ich will noch schnell heilen. Überlass das ruhig mir! Das war abzusehen. Boah, endlich sind wir gleich raus hier. Was ist das denn für eine Stadt? Ist das Wutai? Nee, ist das ein Schiff? Da sieht man mal, wie runtergewirtschaftet das ganze Land ist eigentlich, ne? Durch die dumme Shinra. Oh, oh. Hey, zeig mal. Und Shinra? Keine Spur. Hm? Oh. Ja, töte sie alle. Oh, ist der. Ich dachte, das wäre ein kleiner Vogel. Wie schrecklich. Das hat niemand verdient. Vielleicht doch. Ziel ist Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Beginn einer neuen Ära. Esper Phönix. Oh. Okay. Sobald ich kann, gehe ich nochmal zurück und hole mir Titanen, Leute, auf jeden Fall. Wo ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Der arme Mann. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was mit denen auf sich hat, aber ich weiß noch, dass es echt, dass die später noch Probleme machen. Sehr viele Probleme. Oder? Wer weiß. Da oben sind die Graslande. Oha, so. Oh, das war aber echt weit gelaufen jetzt durch den Berg. Krass. Aber wie gesagt, keine Sorge, ich werde noch alles machen, was hier so geht. Oh, da ist wieder ein kleiner Chocobo. Ich komm mit. Der sieht aber anders aus.
Naja, das könnte nur das Licht sein. Aber der ist so süß. Eine goldene Feder. Oh. Was? Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Verschiedene Regionen, heißt, ich muss das wieder einfangen, oder was? Chocobo verarren! Ja! Oh, das ist doch eine Chocobo-Farm. Wem die wohl gehört? Chadley ist wieder da. So, warte mal. Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau, wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Alter. Arsch und Zwirn. Ich hab ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe. Das hier ist meine Farm. Ich in 40 Jahren und oder ihr so. Ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Voller Tattoos. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Oh. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das habe ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn's bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Na klar. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Wetten nicht. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Belle heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Dort drüben auf deiner Farm? Leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Ach, wie süß. Ich kriege jetzt für jede Region einen eigenen Chocobo. Ja! Da ist sie. Die Belle. Okay, dann machen wir das mal. Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Jo. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen? Damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Dazu ist es teuer. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos. So, jetzt. Pst. Oha. Oha, das sind aber diesmal... Oh, sie sind grauer Chocobo. Der guckt auch die ganze Zeit. Der neugierige kleine Kerl. Brocken, ey. Was? Zeigt sich unbeeindruckt vom Stein? Warum das denn?
Ah, damit geht es. Du neugieriger Kerl, guck woanders hin. Oh, das ist natürlich praktisch. Guck mal, die sind aber alle wie festgewurzelt und gucken hier hin. Ihr Schweine, ihr. Oh nein. Schläft er aber. Das ist halt, weißt du, irgendwie in Angesichts. So, in Anbetracht der Lage ist es eigentlich voll. Ja, es ist halt so niedlich. Und wenn man überlegt, die ganze Welt wird untergehen durch Sephiroth. Sephiroth. Entschuldigung. Sephiroth. Das ist fast wieder zu niedlich einfach. Nein, hat er nicht. Hübscher Vogel. Bleib schön artig. Er guckt aber die ganze Zeit. Yay! Schade, dass man sie nicht noch zureiten muss. Gut so. Oh, sie mag mich. Quick, quick. Das ging einfach. Jetzt pickt sie ihm ins Auge aus. Zack! Aber die sind so liebenswürdig. Guck mal, sie hat blaue Augen. Sie ist echt eine hübsche Belle. So, Berg-Chocobos können mit ihren starken Beinen äußerst steile Hänge erklimmen und hinuntersteigen. Was? Guck ich das mal an. An Stallwänden, auf den Zeichnungen von Berg-Chocobos zu sehen sind, erscheint das Symbol, welches anzeigt, dass das Tier diesen Höhenunterschied überwinden kann. Besuche dich also ruhig am Aufstieg. Und jetzt haben sie alle Berg-Chocobos. So, aber da ich ja schon einen guten Boss für einen Thumbnail habe, diesen Part, mache ich jetzt nicht noch Titan mit. Sondern ich gehe erstmal hier rüber noch und hole mir dann noch diesen Aussichtspunkt. Den da. Ne, warte, erstmal den da, genau. Da wieder Monster. Ihr Dumpfviecher. Los geht's! Das war's! Sturmgreif. Kann ich schaffen. Luft ist natürlich wirksam. Bin mal so frei. Nice. Hallo. Dein Ende. Ja. Ziemlich schwach. Wie kein Entkommen. Bis hier und nicht weiter. Dann los. Bringen wir es hinter uns. Stirb. Aufgepasst. Das
war's dann. Ja. Voll geil. Ach schön. Schade nur, dass man damit nicht noch die Karte aufdeckt, so ein bisschen. Oha. Das war nicht so viel, aber... Immerhin. Oh, Chat-Level wieder was? Oder May? Ich habe in der Nähe eine Protosubstanz geortet. Könnt ihr euch das mal ansehen? So, so, angespieltes Schiffswrack. Das habe ich doch schon gesehen. Oh ne, das war aber anders, aber egal. Kann ich da wieder schnell runterrutschen irgendwo? Ja. Mogri-Medaille! Hier gibt es doch bestimmt auch wieder Mogri zu finden. Alter, diese Stadt sieht schon ein bisschen creepy aus. Aber da komme ich doch früh genug hin. Ja. Was soll denn hier? Ach. Jeder Chocobo-Fan ist herzlich willkommen in unserem Shop. Aha. Skorpionhelm, Skorpion-Kyras und Skorpion-Beinschienen. Wie viele Feder habe ich denn? 5 nur. Oh ne. So. Ich dachte, ich hätte mehr. Eisenerz. Oh, das brauche ich. Ist gut, ich habe das markiert. Ich brauche das sogar. Wie auf Lager. Regen des Planeten. Oh, Vorkommen ist jetzt. Ah, das ist so ein. Das ist keine Partytüte, das ist einfach nur Pulver. Ich habe mir was auf die Favoriten gesetzt, deswegen wird das jetzt hier markiert. Aber ich glaube, die Sachen brauche ich gerade nicht. Ob Gabe sich wohl nochmal aufrappeln kann? Aha. So. Einmal bitte vormachen. Und dann markiere ich mir mal hier die Dinger. Komm her, Bell! Hübscher Vogel. Oh, warte. Komm ich hier gar nicht vorbei. Oh, nee. Segen des Planeten. Ist nicht schön hier, ne? Das ist nicht so schön wie die Graslande, aber auch wieder ein tolles neues Gebiet auf jeden Fall. Aber ist schon der nächste Turm. Ganz viele von diesen dummen Geiern hier. Was ist denn? Auch wieder diese Dornenviecher. Der Funkturm wartet auf uns. Muss das wirklich sein? Materia-Stufe. Wir bringen es hinter uns. Alter, das ging schnell. Yes, Materiestufe. Jo, Maximum. Dann würde ich sagen, MP-Boost. Sehr schön. Analyse auf alle Gegner.
das hier oben oder war das jetzt unten und ich habe es gerade nicht gesehen? Na? Ja. Oh, das war oben. Was war das denn? Oh, schön. Gib mir alles. Wow. Ja, ist gelohnt, ne? So, da würde ich sagen, hol ich mir das als nächstes. Diese Materia. Was ist mein Schokobäuchchen da? Nein! Oh, Shinra Baustelle. Oh, guck mal hier. Eine. Oh, warte mal, alle Materialien für Super Spray in der Wunschliste. Sehr gut, super Trank. Ah, dafür brauche ich beide Gnade der Planeten. Bam, Stufe 7. Ich mal gucken, was kann man jetzt Neues? Goldnadel auf die Wunschliste. Mix Super Trank auf die Wunschliste. Oha. 8 Stück habe ich auf der Wunschliste. Reif der vollen Kraft. Wird die Stärke um 10. Da brauche ich da bestimmt... Okay, man weiß noch nicht was, aber ich brauche bestimmt einen normalen Kraftreif dafür. Und das Windmühlenbauteil, das können wir bestimmt auch irgendwo einsetzen. Einmal Gegengift. Oh, das war jetzt einfach. Abgeschlossen. Oh. Da das Schiffswrack? Nee. Hä? Danke für das Schiffswrack. Ihr habt das Zielgebiet erreicht. Gibt es irgendwelche Anzeichen einer Protosubstanz? Das sehen wir gleich. Ah. Hey, was ist hiermit? Ach, das Zeug da. Damit wäre die Bergung der Protosubstanz. Nanu? Anomalie verzeichnet. Was ist das denn? Was für ein seltsames Signal. Entschuldigung, ich brauche eine Sekunde. Vor Condor, hm? Da werden Erinnerungen wach. Haben's für die taktische Ausbildung benutzt. Rich und die anderen waren genau wie Halb Midgar ganz verrückt danach. Manchmal habe ich. Erhöhte Werte? Tiefer, tu das nicht! Doch, fass es an. Oh nein! Das Four Condor Match? Muss ich jetzt Karten spielen? Oh nein. Ihr habt mir schon in den Kommentaren geschrieben, dass das wichtig wird. Verstärkung! Dem Himmel sei Dank! Was? Was ist hier los? Ah. So sah es damals aus, Leute. Guck mal, Tiefer, die Füße. Was ist denn das hier für ein Trip? Ich glaub's nicht. Guckt uns doch mal an. Hey, das wird ja immer besser. Ja. Oberst! Ich glaube, das war damals auch ein Minigame. Jetzt liegt es an euch. Nein! Verstärkung! Gut, dass ihr da seid. Shinras Truppen haben uns fast vollständig überrannt. Bitte, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Oh je. Hey, 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 hey!
Uns bleibt keine Zeit! Ich erkläre euch den Plan unterwegs. Folgt mir, aber zackig! Oh je. Oh, die wundersame Kraft der Protosubstanz hat dich in die Welt von Four Condor gesaugt. Um die Protosubstanz für dich zu beanspruchen, musst du die Condor-Streitkräfte zu einem Sieg gegen Shinras Truppen führen. Und dafür bedarf es einer sorgsamen Vorbereitung. Oha. Vor der Schlacht hast du die Möglichkeit, Einheiten für deine Streitkräfte zu bestimmen. Dabei hast du die Wahl zwischen Heldeneinheiten und Standardeinheiten. Cloud und seine Gefährten zählen zu den Heldeneinheiten. Von diesen kannst du bis zu zwei in die Schlacht schicken. Bei den Standardeinheiten hast du die Wahl zwischen einer offensiven und defensiven Aufstellung. Stelle deine Heldeneinheiten mit L und R, die Standardeinheiten mit R und L, also 2, R2 und L2. Stütze dich dann in den Kampf. Aha. Barrett hat mehr Leben. 100 Angriff. Ich weiß nicht, was das für Symbole sind, aber ich nehme mal die beiden. Also er. Ah, Tifa ist mehr Angriff, Barrett ist Fernkampf und Cloud ist mehr Verteidigung. Nehme ich mal die beiden. Steinschleuder, Heiler. Oh, Heiler ist ganz gut. Das sind alles mehr Verteidiger, denke ich mal. Verteidiger habe ich hier unendlich. Da habe ich unendlich Bogenschützen. Ausbalanciert offensiv, defensiv. Verteidigung von Stützpunkten. Ich nehme, glaube ich. Defensiv. Nee. Verteidigung von Stützpunkten. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich nehme ausbalanciert. Ich versuche mal mein Glück. Oh je. Um eine Einheit aufzustellen, musst du eine Position auf dem Schlachtfeld zuteilen, damit X bestätigen. Tust du dies, schaltest das Spiel in den Taktikmodus, in dem du in Ruhe eine Einheit auswählen kannst. Okay. Dann nehme ich mal. Zwischen den Einheiten besteht ein Kräfteverhältnis, das du über das Diagramm oben rechts auf dem Bildschirm jederzeit konsultieren kannst. Stürmer sind effektiv Geschützen, aber schwach gegen Verteidiger. Also hab also die feindlichen Einheiten immer im Blick, wenn du deine eigenen aufstellst. Elite-Schütze. Oh, der hat Cooldown, oder was? Oh nein. Oh damn. Kann ich da den nächsten? Mach's mal lieber so, das sehe ich mehr. Oh, der Heiler steht ganz vorne. Das ist ein bisschen schlecht, lieber Heiler. Wenn du die Einheiten der gleichen Rolle wieder in deine Heldeneinheit entsendest, sammelst du damit Entsendungspunkte. Ah ja, okay. Hab's verstanden. Oh, Barrett ist bereit. Warte mal, wie kann ich den jetzt setzen? Hallo? Ah ja, Barrett. Geil. Die Heldeneinheiten führen nach einer Platzierung auf dem Schlachtfeld eine Spezialfähigkeit aus, die Gegner in der Nähe Schaden zufügt und Verbündete mit Buffs stärkt. Heldeneinheiten sind extrem mächtig und können das Blatt im Kampf entscheidend wenden. Überlege dir also gut, oder? Und warte, sie einsetzt. Ja. Yeah. Sehr geil. Leider kommt nicht ran, der Elite-Verteidiger jetzt. Okay. Alter, dieses Teil ist echt stark.
Yes. Wenn ein Anführer des feindlichen Trupps innerhalb nicht innerhalb des Zeitlimits besiegen kannst, gilt der Kampf als verloren. Okay. Und man kann am Ende keine neuen Gegner mehr neue Truppen mehr beschwören anscheinend. Easy. Er hat gar nichts mehr. Kann ich dann wieder einen Heiler? Ja. Ah, da habe ich. Ich habe keine mehr, okay. Also, down! Sieg! Okay, das Minigame gefällt mir übrigens. Protosubstanz hat sich manifestiert. Der Sieg ist unser! Yay! Ohne euch wäre uns das nicht geglückt. Habt Dank! Oberst! Und ihr tapferen Mitstreiter! Der nächste Kampf steht uns bereits in Kürze bevor! Die Kerle greifen ganz sicher wieder an! Ich bitte euch, steht uns auch weiterhin bei! Auch das noch. Hm? Hey, die gehört uns! Hm? Was muss ich da sehen? Ja, was denn? Ist halt so doof. Das wüsste ich selbst zu gern, wenn ich mich doch nur erinnern würde. Doch, es gehört mir. Hey, hier geblieben! Erobert! Das ist super, ey. Was war denn das? Wir waren im Spiel. Oder? Das ist so ein Quatsch! Würde ich gern sagen, aber... Unglaublich, dass es so etwas gibt. Selbst in meiner Datenbank gibt es nichts Vergleichbares. Welches Phänomen wohl dahinter steckt? Könnte es zum Beispiel sein, dass... Chadley, konzentrier dich. Sag uns lieber, was wir jetzt tun sollen. Die Protosubstanz haben sich nämlich diese Hampelmänner gekrallt. Ach, richtig. Die Protosubstanz. Das Signal ist zwar schwach, aber ich kann sie orten. Das könnte bedeuten, dass der Zugang zu Fort Condor erneut geöffnet wurde. Seht am besten gleich mal nach. Alles klar. Richtig gut, Leute. Es gibt so viel zu tun hier. Es ist ja kein Wunder, dass du halt gar nicht zur Story kommst, so wirklich zur Hauptstory. Und, oh, das ist das nächste. Das mache ich dann aber off-cam, Leute, glaube ich. Wie gesagt, ich will mich jetzt hier im Let's Play darauf konzentrieren, ein bisschen Progress zu bringen und dann... Ja. Ich werde auf jeden Fall einen Teil mit reinschneiden, ihr wisst ja. Aber ich finde halt den Kampf an sich, der war jetzt nicht besonders spannend, aber sehr spaßig. Das scheint ja ein spannendes Spiel zu sein. In den Slums von Sektor 7 war es total angesagt. Ich würde es zu gern mal ausprobieren. Ist es leicht zu lernen? Für dich bestimmt. Du könntest doch mal gegen Red spielen. Was meinst du, Red? Mit dem größten Vergnügen. Sie sind so lieb alle, ne? Ich freue mich jetzt schon drauf. Wehe, du kneifst. Mich fragt ja keiner, aber ich denke, wir haben echt Wichtigeres zu tun. Nein. Haben wir nicht. Leute, das war's für den Part. Danke fürs Zusehen mal wieder. Es ist mir ein Fest, das Spiel zu spielen mit und für euch. Auf jeden Fall sehen wir uns nächstes Mal wieder zu Final Fantasy VII Rebirth. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.